Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Animal Crossing Let's Go to the City. So, gestern war es ja also ziemlich spät geworden. Also ich habe den 17. ja zwei Parts aufgenommen, aber das war halt, weil ich es nach 0 Uhr war. Das heißt, heute habe ich bestimmt ganz viel Obst oder so zu ernten. Damit kann ich dann vielleicht etwas mehr von meinen Schulden loswerden. Ja, Schulden, immer diese Schulden. Mit Fische fängt man Sternis. Nein. Oh, ich habe Post. Ein Brief von Mama. Was will Mama von mir? Liebe Tita, dein Vater und ich hatten vor, eine Runde im Teich zu schwimmen. Er war viel zu schlammiger als erwartet. Der Schlamm ist jetzt noch zwischen meinen Zehen. Er ist überall. Mama. Ja, und mich interessiert das nicht, die Bohne. So. Wunderprächtig. Wieso ist denn die Blume da immer noch so vertrocknet? Moment, da muss ich mich anders umstellen, so. Jetzt habe ich sie auf jeden Fall gegossen. So, dann haben wir hier wieder Orangen. Die Bäume. Wieso wächst der Baum da nicht? Kann man das einer sagen? Okay, dafür haben wir hier Birnen. Und hier vorne, die Orangenbäume sind auch gewachsen. Das sieht doch. Wieso wachsen die nicht? Kann mir das mal jemand sagen? Wieso wachsen diese Bäumchen hier nicht? Stehen die vielleicht hier irgendwie an der Stelle, wo ein Haus hin soll, oder was? Die hätten eigentlich wachsen müssen. Und unsere Apfelbäume. Oh, ganz viele Äpfel. Ah, ich liebe Äpfelbäume. Oh, Äpfel. So, meine Goldschaufel. So, ich weiß auch schon, wo ich als nächstes eine Plantage hinpflanze. Und zwar kommen hier. So, kann ich da vielleicht mal einsehen? Nee, das ist zu dicht. Ja, da könnte. Da pflanze ich eine Birne hin. So. Man sieht ja so viel. So, mal gucken, wie ich das am besten mache. Ich hoffe, das ist nicht zu dicht am Fluss. Obwohl, das ist bestimmt zu dicht am Fluss. Der ist zu dicht an dem anderen Baum. Mann, hawaiianisches Eichhörnchen. Mach, dass du fortkommst. Ricarda heißt sie, glaube ich. Man sieht so viel. Ja, das sieht. Ja, die Stelle. Dann hier. Und die. So. So, und dann würde ich sagen, so ein bisschen versetzt. Ja, das ist, glaube ich, optimal mal. Bisschen immer dazwischen. Nein, da nicht. So. Tita macht hier Forstwirtschaft. So. Und dann. Kommt hier Abwechslung rein. Eine Birne. Dann wieder eine
Orangi. Wieder eine Birne. Hab ich noch einen noch? Nee. Okay. Dann kommt hier drüben jetzt die Orange. So. Dann sammle ich hier mal Äpfel auf. So, hier ein. So. Wieder den Apfel. Das dürfte jetzt etwas anstrengend werden, aber ich meine, oh Gott, das gehört halt auch dazu. So seht ihr, wie ich mir meine Welt schaffe. Und ich bin nicht Pippi Langstrumpf. Okay, hatte ich jetzt einen Apfel oder eine Orange? Warte, Moment. Orange, Apfel, Orange. So, Apfel. Und Orange. Ich höre einen Ballon. So, da kommt jetzt wieder ein Apfel. Tja, das ist ja praktisch. Haben wir in unserem Ballon Geschenk öffnen. Aloe Vera. Das ist eine Pflanze, soweit ich mich erinnere. Hey. Da ist ein Fossil vergraben, würde ich sagen. Ole, sieh, was ich gefunden habe. Ein schönes Fossil. So. Dann werde ich noch ein paar Früchte. Warum der Baum hier nicht wächst? Der ist genau im selben Abstand wie die anderen Scheißpflanzen. So. Dann werden wir hier die ganzen Äpfelbäume ernten. Und die können wir dann verkaufen für 500 Sterne das Stück. Oh Gott, ich bin zu armselig. Ich habe so wenig Platz. Aber es ist so episch. Ah, die ganzen Äpfelbäume sind endlich. Jetzt kann ich mal ein paar Sternis verdienen. Übrigens, es wer New Leaf spielt, ich habe, weiß ich nicht, jedes Mal die ganzen Blümchen gekauft. Und ich habe heute die Silberkanne bekommen. Damit kann man irgendwie ganz ein paar Blumen vor einen, die vor einen sind, alle gießen so. 3 Stück oder so ungefähr. Was gibt's hier so? Oh, eine Schachlampe. Einen Obststuhl, einen Wecker. Ja. Das ist a Quicket, vor allem, weil ich so viel Platz habe. Hier verwelkt schon wieder was. Ich sehe immer nicht, habe ich die jetzt gegossen oder nicht? Man sieht es nicht. Hier habe ich meinen Rosengarten. So, das stecken wir mal weg. Wir sind ja am Ernten. Hier, Obstplantage. Die
die schon richtig schön gewachsen ist. Ich habe ja in, damit man mich von vorne nicht so mein Häuschen sieht. Seht ihr, wenn die Bäume alle groß gewachsen sind, dann kann man mein Haus nicht mehr so doll sehen. Hehe. Ich bin dann abgeschottet in einem Wald voller Obstbäume. Kann mich kein Mensch sehen. Ja, was willst du denn verkaufen? Hier die ganze Obstschose. Ah, für alles zusammen reicht die 4500 Chianis. Danke. So, ich glaube, ich schaffe mal ein bisschen Platz in meinem Obstsäckchen, damit ich mal ein bisschen mehr Obst nehmen kann. Die wichtigen Gegenstände darf ich natürlich nicht wegpacken. So. So, Gießkanne. Da haben wir meine Hütte, mein bescheidenes Heim. So, Schach-Dingens passt natürlich. Ah, die Aloe, die ist grün. Warte mal. Dann stelle ich den Aloe-Pflanze dahin. Und die Komote. Die packe ich hier hin. So. Hier ist mein ganzes Werkzeug so. Die brauche ich jetzt nicht. Die Schippe nehme ich mal mit. Die Angel lasse ich da. So, ich würde sagen, das genügt. Mit dem Rest gehe ich jetzt auf Tour. Auf Erntetour. Obstplantage abernten. So. Ach, das ist schön. Ich liebe es. Und hier ein Baum, und da ein Baum, und überall gibt es Bäume. Wir erinnern uns, in meiner Stadt sind Kirschen eigentlich die Starfrucht. Aber ich verdiene mein Geld jetzt mit Äpfeln. Verkaufen. Ah, für euch zusammen zahle ich 6000 Sternis. 6000 Sternis für eine Tasche. Wenn ich alles rausgelegt hätte und alles voller Äpfel, dann würde ich natürlich noch mehr kriegen. Oh, Vorsicht. Nicht, dass ich hier aus Versehen eine Blume durch kaputt renne. So, gab es hier noch mehr Äpfel? Okay, na, die Plantage wird schon noch irgendwann werden. So, hier hinten habe ich noch Äpfel gesehen. Äpfelbäume. Hast du viel dabei? Was willst du machen? Ich nehme meine Schaufel und heb den letzten Apfel auf. So. Der Supermarkt, der hat ja bis 1 Uhr nachts offen.
Habe ich ja letztens, gestern erst gezeigt. Beziehungsweise, ich habe dann noch alleine weitergespielt und um Punkt 1 Uhr hat er dann dicht gemacht. So. Es gibt sogar spätere Ausbauten, da macht er dann wieder früher zu. Das finde ich total panne. So. So, dann das wieder weg. Und ich glaube, ich sehe hier noch zwei Bäume mit Äpfeln. Ja, es sind genau zwei. Und dann habe ich hier noch die Äpfel am Abhang. Aber ich werde die erstmal verkaufen. Nicht, dass die Tasche voll ist. So, ja, was kann ich denn für dich tun? Verkaufen. Was willst du denn verkaufen? Na, die Äpfel hier. Ah, für alles zusammen soll ich 4.700 Sterne. So, ich werde jetzt noch weiter Äpfel ernten gehen und dann gucken, was ich was abbezahle. Wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr schaut das bei mir ein. Tschüssi, bis dahin, eure Tita Kenshi.